Wir sind im Jahr 2007 beim Bessere Zeiten Festival 3. Also 2005 angefangen, es geht weiter. Wir haben schon die Wiese wunderbar gefüllt. Dort haben wir die Bühne. Es ist schon richtig Action, die zweite Band ist schon vorbei. Und wir haben richtig viele Leute auf dem Platz. So, da fangen wir mal an. Wir sind hier beim Bessere Zeiten Festival, einer der Organisatoren. Da wollen wir doch mal fragen, wie es denn so steht. Ja, ich glaube, jetzt kehrt gerade Ruhe ein, wie man sieht. Mir ist es jetzt gelungen, was zu trinken zu organisieren. Und jetzt warten wir mal ab, was passiert. Wie lange ist es noch? In 3 Minuten geht's los. Und bist du aufgeregt? Nö. Dann gehen wir mal weiter, komm mal mit. So, dann gehen wir hier mal zur Festivalleitung. Da wollen wir mal gucken, ob dort auch alles in Tüten ist. Katja, Andreas hat gesagt, er hat sich ein Bier besorgt. Du auch? Ein Bier? Ja. Also ist bei dir auch alles in Ordnung? Nein, ich habe keine Zeit. Gut, dann stürzen wir mal weiter. Stopp! Hallo Ralf. Ja, es ist noch 2 Minuten, bis es losgeht. Wie sieht's aus? Endzeitstimmung, totales Chaos, überall. Andreas hat sich ein Bier besorgt, ich würde dir das auch empfehlen. Ich nehme das Bier mit Wodka, bitte. So, wir sind jetzt hier am Merchandise-Stand. Mal gucken, was ihr alles Schönes vorbereitet habt. Wunderbare Buttons, T-Shirts, Flyer kostenlos, Steine. Hier haben wir noch ein paar CDs. Ja, komm mal hier rüber. Hier ist eine wunderbare Beste Zeiten-CD. Eine DVD und eine neue DVD. Na wunderbar. Und was erwartet ihr für den heutigen Tag? Einen riesigen Ansturm. Es wird alles leer gekauft sein nach der ersten Stunde, denke ich mal schon. Also hast du bequeme Schuhe an? Ich habe extra einen Stuhl geholt für die Stunden danach und ein Buch. Alles klar, ich danke. So, ich habe da gleich mal den Steve. Nur noch wenige Sekunden. Steve, wie fühlst du dich? Ach, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen? Naja, ich warte ja auf die 10.000 Leute, die heute kommen. Was muss denn alles noch gemacht werden in der letzten Sekunde? Bei uns nix. Das klingt super. Und dann würde ich sagen, es kann losgehen. We'll be right back.
Vielen herzlichen Dank. So, ihr seid gerade von der Bühne runter, ihr seid die Band? Cutterfly. Seit wann gibt's euch? Seit letztem Jahr, ungefähr um diesen Monat. Also ist grob ein Jahr zusammengerechnet dann. Und wie war der Auftritt? Spitze. Hätte nicht besser laufen können. Super Crowd. Wunderbar. Also super Techniker. Sehr hilfsbereit alle. Also war schön. Und Sonne. Und Sonne. Sonne. Sonne filmen. Das macht sich mit Kamera ungünstig. Wie fand ihr denn das Publikum? Schön. Also es waren alles sehr hübsche Menschen. Soweit ich das gegen das Sonnenlicht gesehen habe. Und es waren noch für die Nachmittagszeit schon relativ viele da. Die meisten stehen ja jetzt erst auf. Ja, dank also, dem schönen Wetter sicherlich auch. Bei Regenwetter wäre es sicher alles sehr nass gewesen, insgesamt. Ist anzunehmen. Na. Was macht ihr denn heute noch? Naja, also wahrscheinlich werden wir noch ein Stück hier bleiben. Ach ja, richtig, stimmt. Wir haben ja gestern beim New Chains Festival gewonnen und spielen am 20.10. in Dresden in der Scheune und werden dort vielleicht auch nochmal gewinnen und dann weiterkommen. Andersrum gesagt, spielen wir auch nochmal am 22.09. in Ruderstadt und am 28.09. in Dreußig. Also wer nochmal Zeit hat, kann ja hinkommen. Wunderbar, dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch viel Erfolg. Ja, danke. Na, und einen schönen Nachmittag. Danke, euch auch. Tschüss. Hallo. Ja, oder? Wie sind Sie denn auf das Festival gekommen? Wie ich auf das Festival gekommen bin? Ich kenne das seit 3 Jahren und da gehe ich natürlich hierher. Und wie gefällt es Ihnen dieses Jahr? Ja, das kann ich jetzt noch nicht einschätzen, weil ich erst seit einer Viertelstunde hier bin. Aber Sie bleiben noch? Ich bleibe noch eine Weile, ja. Wunderbar, dann wünsche ich viel Spaß. Danke. Ihr Wichtigen, ja, wie läuft's denn bis jetzt? Erstmal sind wir die Mega-Wichtigen, nicht nur die Wichtigen. Wir sind persönlich BZ03. Halt mal. Wir haben ja auch Aria-Schilder und geklaute Krankenhausschilder von dir. Das machst du aber nicht nochmal, oder? Aber wie läuft's denn bis jetzt, ihr Wichtigen? Also ich denke mal, Erfolg. Ja. Erfolg. Ja, schön. Also wenn das jetzt so weitergeht, wenn die Leute so weiterkommen, ist es groß. Also müssen wir uns gar keine Platte machen. Ja. Silvi, du musst mir eins versprechen. Ich möchte heute so ein Interview wie letztes Jahr. Also trinken, trinken, trinken. Wieso? Was habe ich letztes Jahr getätigt? Ich habe die DVD gesehen. Oh scheiße, ich noch nicht, ja? Und dich möchte ich aber heute auch nochmal richtig. Ja, nee, ich darf ja eigentlich gar nicht sprechen, mein Doc hat gesagt. Dann hältst du jetzt die Klappe und nachher kannst du nochmal richtig loslegen. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ja, der Norman ist das. Sind denn schon spannende Sachen passiert heute? Nö, nee, gar nichts, ganz ruhig. Wunderbar. Und was meint ihr, wie es noch weiterläuft? Das liegt nicht an uns, liegt an euren Gästen. Aber ihr seid dabei? Ja. Dann gute Schicht noch. Jetzt haben wir die erste Pause gefüllt und zwar mit Bollywood. Was denkst du denn, wie es gelaufen ist? Ja, sehr gut. Also ich hätte mich gefreut, wenn noch mehrere Personen da gewesen wären. Aber ich glaube, es ist gut angekommen. Und wie war es dieses Jahr unter freiem Himmel? Ich habe schon oft unter freiem Himmel getanzt. Und der Boden ist ein bisschen schwierig. Da muss man aufpassen, dass man da nicht stolpert. Aber ansonsten schön. Hier sind ein paar Jungs, die haben geschrien, die wollten gerne gefilmt werden. Wie seid ihr denn hier zum Festival gekommen? Auto. Und wie habt ihr davon erfahren? Wir waren in Tschechien und unsere Betreuerin hat uns gesagt und hat gesagt, es ist kostenlos, keine Ahnung, und so mal einfach mal hin. Und wie gefällt es euch bis jetzt? Langweilig bis jetzt, aber es wird bestimmt noch werden, denke ich mal. Ja. Wie lange habt ihr denn vor zu bleiben, wie viel Bier zu trinken? Bis vorbei ist, ja, bis wir umfallen, würde ich sagen. Ja, ich bin schon kurz davor eigentlich. Dann wünsche ich euch mal noch viel Spaß. Süße Maus, sag mir doch mal, wie viele Leute bis jetzt da sind. Ich glaube genau 547, aber das sind jetzt noch mal 2,5. Wunderbar. Und wie ist die Tension? Die Intention? Wie viel kommen sollen? Ach, die Tendention. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr, ja. Wunderbar. Es ist noch nicht so viel wie geplant. Aber die kommen noch. Da freue ich mich schon. Dann bis nachher. Thank you.
positive in hours like this. The question is, can you repeat it? Repeat it for me, sucker. Ihr seid gerade von der Bühne runter. Welche Band seid ihr denn? Wir sind Zenzebra. Und seit wann gibt's euch? Seit April. Wie habt ihr euch gefunden? Die anderen vier Jungs haben mich gesucht und dann haben sie mich gefunden. Wie fandet ihr denn den Auftritt? Der war sehr schön, intensiv, schönes Publikum. Ja. Haben sie also schön mitgerockt?
Ja, die haben mitgefühlt. Ja. Mit Haare schütteln und allem? Nö, das ist, glaube ich, bei uns nicht so angesagt. So. Was ist denn so eigentlich eure Musikrichtung? Habt ihr gefilmt vorhin? Ja? Dann wisst ihr es ja. Es ist so alternativ, schwer melancholisch, aber hart. Im Großen und Ganzen. Wunderbar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Was macht ihr jetzt noch? Ich werde zur Taufe meiner Schwester fahren. Wie romantisch. Dann wünsche ich euch viel Spaß, ne? Tschüss. Hallo, darf ich kurz stören? Ja. Wir sind ja hier in der Kinderecke und da wollte ich mal fragen, was denn schon alles gebastelt und gemalt wurde. Also gemalt wurde ganz Außenmalbilder gab's, dann gebastelt diese Hexenleiter und das Resultat sieht dann so aus. Das ist dann eine Übung mehr für die Eltern, aber die Kinder wollen das, lieben das. Und jetzt gibt es noch Schönes, sowas in der Richtung. Super. Wer möchte? Und wer ganz toll was gemacht hat, der kriegt... Jetzt bin ich ja mal gespannt. Der kriegt eine Belohnung. Wow. Und zwar Fassbrause. Boah. Ich will mit basteln. Du brauchst nicht basteln. Oh, nein. Darf ich mir die Waldmeister mopsen? Noch nicht. Bitte. Für dich? Danke. Oder Himbeer. Ist mega. Was wollt ihr? Zitrone? Himbeere? Ja, okay. Ja. Schön. Orange. Mein Kameramann wird versorgt. Und hier. Wie viele Kinder habt ihr denn heute schon geschminkt? Da musst du sie fragen. Sie ist der Meister. Ich weiß es nie. Na, dann rutsch mal da mal weiter. Ich will ja gerne Kokspaint haben, aber das kann ja keiner. Darf ich mal ganz kurz stören? Ja. Wie viele Kinder habt ihr denn heute schon geschminkt? Ich weiß es nicht. Bestimmt 40. Ja, und als was so das meiste Motiv? Schmetterling. Schmetterling, Tiger, Sonnenbrillen. Löwen. Schmetterlinge. Wunderbar. Komm, besuch dich mal. Auf der Seite, wo nicht mehr gemalt und gebastelt wird, kann man sich sportlich betätigen. Wie denn so genau? Ja, du kannst zum Beispiel dort die Kienäpfel nehmen, auch Tannenzapfen genannt. Und versuchst die in diesen Korb reinzuwerfen. Und für die ganz hungrig sind und eine Pause brauchen, gibt es ganz leckere Äpfel von meiner Schwiegermutter. Ich hab nicht getroffen. Du hast nicht getroffen. Nein, ich hab nicht getroffen. Du darfst dir trotzdem einen Apfel nehmen. Ja. Ja. Hier komme ich öfter hin. Schön. Und auch für die ganz großen Fußball, für die kleinen oder auch Tauziehen. Ja. Und wer noch in Form ist, der kann durch diesen Kriechtunnel. Aber das muss ich jetzt nicht probieren, oder? Nein, nein, musst du nicht. Ich übergebe wieder an dich. Ich danke dir, viel Spaß noch. Ja. Inside Sorrow.
Dankeschön, Leipzig! Seid ihr noch da? Die nächste Band ist von der Bühne. Da frage ich dir gleich mal nach. Wer seid ihr denn eigentlich? Wir sind Emesis aus Chemnitz. Seit wann gibt's euch? 2001. Und in der Formation schon immer? Nein, seit 2005. Nee, seit 2006 ist der Tobi dazugekommen. Wir hatten erst einen Keyboarder gehabt, hat dann keine Lust mehr gehabt, weil wir zu oft auf Tour gewesen sind. Er wollte lieber mit der Familie zu Hause sitzen. Ja, und dann kam der Tobi halt rein. Keyboarder raus und Tobi, neuer Gitarrist rein. Tobi, wie fandst du denn den Auftritt? Ja, war in Ordnung. Und das Publikum hat dich schön mitgerockt? Ja, eigentlich schon. Ich habe durch den Nebel nicht so viel gesehen, aber war schon in Ordnung. Was macht ihr denn heute Abend noch? Ja, erstmal das gute Sternburger trinken, ne? Ist ja okay. Dann gucken wir uns die ganzen Bands noch an, natürlich. Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß und ich danke euch, ne? Viel Spaß noch. Danke. Auch mal bei MySpace schauen, bitte. Okay. MSS rockt. Also myspace.com/MSSrockt. Okay, danke. So, es ist jetzt circa 6:45 und wir werden mal schauen, wie der Stand ist. Süße Maus, ja. Bei wie vielen Leuten sind wir jetzt? Wir sind genau bei 1280. Wunderbar. Und welche, sag ich mal, welche Voraussicht habt ihr? Na, so 2500 bis 3000 vielleicht, wenn es gut läuft. Und warum stehen eigentlich so viele Leute draußen, wisst ihr das? Na, wegen den ganzen Flaschen, die sie noch vorher austrinken wollen. Ach so, ja. Alles klar, dann danke ich dir. Kein Problem. Bis später. Wie seid ihr denn drauf gekommen, dass hier ein Festival ist? Weil wir die letzten zwei Jahre schon mal hier auf dem Festival waren, aber die letzten... Gut, letztes Jahr war scheiße. Also das davor war richtig cool, aber heute ist wieder die Bühne richtig scheiße. Die ist ein bisschen klein. Warum? Guck sie dir an. Die ist aber größer als letztes Jahr. Meinst du? Ich weiß es. Du weißt es? Aber Mädels und Jungs, hier gibt's Bier, ja? Das macht ja schon mal super Stimmung, oder? Richtig. Auf jeden Fall. Wie lange wollt ihr bleiben? Open End. Wie viel Bier wollt ihr trinken? Viel zu viel. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Dankeschön. Danke. Hallo ihr zwei. Kurze Frage. Seit wann seid ihr da? Seit wann? Ja, seit wann ihr hier auf der Festwiese seid? 4:30 ungefähr. Und wie gefällt es euch bis jetzt? Ja, ganz gut. Die erste Band war die beste bis jetzt, fand ich. Und wie seid ihr auf das Festival gekommen, also dass heute halt ihr stattfindet? Internet, ja. Wunderbar, das war's schon. Ich danke. Okay, das nächste Lied heißt Where I Come From. Das beschreibt, wo ich herkomme. Ah, Leute kennen Englisch und haben den Witz verstanden. We need. I feel
choice and everything was better if you go around the place. If I could change it or rearrange it, if I could take one of these politicians by the hand to show who I was living for, I wouldn't care, like I'm having a care, and I'm having to. So, es ist jetzt draußen schon dunkel und die Band ist von der Bühne runter. Welche Band seid ihr denn? Wir sind Giovanante. Seit wann gibt es euch? Seit 2007. Nee, okay, ja, also, in dieser Besetzung seit 2007 vorher schon ein Jahr zusammengespielt, der Rest. Und wie war denn der Auftritt eben? Gut, sehr gut. Ja. Also war schon ziemlich geil, die Masken sind abgegangen und die Leute haben sich gefreut, dass wir gespielt haben und es hat uns selber auch sehr gefreut, es war sehr, sehr schön. Und wenn es euch aber erst seit 2007 gibt, was habt ihr denn bis jetzt schon alles so gemacht? Naja, wir haben das Jahr über halt versucht zu proben, ab und zu mal. Wenn es dazu kam, haben größtenteils das Album aufgenommen, was jetzt auch fertig ist und erworben werden kann. Und wie heißt es denn? We Don't Care About The History We Make. Habt ihr mal CDs hinterlegt hier am Merchandise? Natürlich. So um die 40 Stück. Mal gucken, ob sie alle verkauft werden. Sind wir schon alle weg. Ja, dann wartet er noch eine Viertelstunde und dann ist alles geritzt. Na, was macht ihr heute Abend noch Schönes? Also Freunde von uns haben schon einen Plan für heute Abend erstellt. Also ihr bleibt nicht auf dem Festivalgelände? Nee, mal gucken, ob wir uns die Metal-Bands noch angucken müssen. Und was macht ihr denn so? Ich nehme mal an, Bier trinken? Ja. Also eigentlich Sonic Boom Foundation wollten wir schon noch sehen, weil die sind ja toll. Na, dann wünsche ich euch mal noch viel Spaß. Na? Und danke. Der letzte Song von uns für heute Abend. In the Hall of... In the Hall of... In the Hall of Metal. No!
Dankeschön. Dankeschön. Ihr Süßen seid gerade von der Bühne runtergekommen. Von welcher Band seid ihr denn? Beatwayer. Wie lange gibt's euch schon? Jetzt in der Formation seit einem Jahr ist er dazugekommen. Und seit 2002 bin ich dabei und ursprünglich seit 1998. Und was gibt es zu eurer Band noch zu erzählen? Ja, Manowar ist die härteste Band der Welt und lauteste Band der Welt. Wir sind die schnellste. Wie war denn euer Auftritt? Also ich fand ihn ganz gut, ehrlich gesagt. Also wir hatten schon schlimmere Auftritte, ehrlich gesagt. Also ich hatte ein bisschen mit meinem Becken zu kämpfen. Klauen musst. Echt, also die Masse war auch schon nicht schlecht drauf. Also die Leute. So, ich teile euch mal ein. Fang mal an. Mein Name ist Enrico. Schönen guten Tag. Nee, also ich fand, war richtig schön. Also mittlerweile ist es dunkel geworden, die Lichteffekte kamen ganz gut, die Leute ist abgegangen. Also es war richtig gut. Vom Sound her, okay. Bitte, schön. Martin. Auf jeden Fall, ich habe das erste Mal mit Trigger-Sound gespielt live. Und das hat man natürlich gehört. Ohne das wäre natürlich gar nichts gegangen. Wunderbar. Was gibt es zu euch noch zu sagen, was jetzt in Zukunft auf uns wartet? Ja. Nächste Woche gehen wir erstmal für 2 Tage ins Studio, werden erstmal einen Song aufnehmen, der wird dann auf unserer Website erscheinen. Und Anfang Oktober, die zweite Oktoberwoche, gehen wir ins Studio für eine Woche nach Regensburg und dann kommt das Debütalbum raus, Betrayer. Und wie findet ihr das Konzept von Bessere Zeiten? Sprich doch mal mit mir. Jetzt muss er mal was sagen. Jetzt willst du nicht mehr, ne? Ja, jetzt willst du nicht mehr. Ja, nein. Also ich finde es gut, dass Nachwuchsbands Chancen haben, auch mal hier auf der Festwiese, wo AC/DC und die Rolling Stones gespielt haben, ihr Bestes zu geben. Ihr habt es gefühlt, oder? Was macht ihr heute Abend noch Schönes? Ich gehe nach Hause schlafen. Ich mache halt mit meiner Frau Pärchenabend. Okay, ich würde sagen, an der Stelle brechen wir einfach mal ab. Dankeschön. Habt ihr noch Bock auf mehr? Das ist schön, das ist schön, das ist schön.
Ihr seid gerade von der Bühne runter und ihr seid die Gruppe? Orphan Hate aus Berlin. Und wie lange gibt's euch denn schon? Seit 96. Also nicht in der Besetzung, aber offiziell seit 96. Und was ist eure Musikrichtung? Ja, ist ja klar, dass ich den Song ziehe. Melodik, Death, Thrash Metal, ein Mischmasch vom Feinsten. Wie war denn der Auftritt hier? Ja, war ziemlich geil. Also eine Menge Leute da und große Bühne, alles schick soweit. Wie hat dir die Bühne gefallen? Hervorragend, hat echt Spaß gemacht. Die Aussicht, die Bühne selbst. Viel Platz, sehr schön. Wie sieht denn eure letztliche Abendplanung jetzt noch aus? Wie war die Frage? Wie eure Abendplanung aus? Oh, ich würde sagen, ja genau, Blackjack und Noten. Sieht man doch. Noch ein bisschen schön was gemütlich trinken, ein bisschen gucken, was die Bands noch so machen und dann um 7 Uhr morgens schlafen gehen. Gibt's irgendwas Neues demnächst von euch? Ja, das ist natürlich relativ schwierig. Ich nehme dir mal das Mikro einfach gleich mal aus der Hand. Es ist so, wir haben jetzt gerade unser Album aufgenommen. Es liegt fertig in den Startlöchern, komplett. Und wir sind gerade auf der Suche nach einem Label. Also, falls ein Label das sehen sollte, wir sind auf jeden Fall interessiert an einem starken Partner, der das vertreibt. Ansonsten, wenn das nicht klappen sollte, werden wir wahrscheinlich das Album selber pressen. Blinded by Illusions heißt das. Und dann so unter das Volk streuen. Wunderbar, dann danke ich euch, na, und schönen Abend noch. Ihr seid von der Feuershow. Wie nennt ihr euch denn? Electric Fire, was eigentlich seit letztem Jahr endlich mal bekannt sein müsste. Aber ich denke, ihr habt es eventuell jetzt, also der Steve hat es vor uns noch mit angesagt. Electric Fire eigentlich, schon seit 2 Jahren. Und wie lange gibt es euch in dieser Kombination? Diese Kombination gibt es jetzt eigentlich ganz frisch seit diesem Jahr, seit diesem Sommer. Wir haben halt vom letzten Jahr quasi umstrukturiert, gab es ein bisschen Probleme so unter den Mitarbeitern. Und dann sind wir halt zu unserer Anna gekommen. Und damit sind wir jetzt eine bunte Mischung, weil die Anna und der Mario, die kommen halt aus Dresden. Und dann haben wir noch den Nils, das ist halt mehr oder weniger so ein bisschen der Schüler, der Ersatzspieler, der so ein bisschen mithilft. Der Azubi, genau. Der Arsch für alles. Ja, und der Nils, der kommt halt aus Dölzig. So, ich komme ja aus Leipzig. Und der werte Feuerspucker, der kommt aus Meersburg-Querfurt, also noch ein Stück dahinter. Also eine gut gemischte, bunte Truppe. Und wie beurteilt ihr den heutigen Abend? Ja, ist gut gelaufen. Es hat Gott sei Dank nicht geregnet, kein großer Wind. Das ist ja immer das Schlimmste, was man bekommen kann, wenn man eine Show hat. Und Publikum hat mitgezogen? Ja, eigentlich ziemlich sehr. Nur ich war ein bisschen aufgeregt, weil meine ganze Familie auch noch mit vorne in der ersten Reihe stand. Was hat die Mutti gesagt? Ihr hat's gefallen. Manchmal ein bisschen schwierig, den dann zu verklickern, dass die zur Seite gehen soll, weil die sich doch verletzen können bei den Funkenpoys. Als wir dann angefangen haben, haben sie es uns eigentlich geglaubt, dass es gefährlich wird. Aber vorher war es so ein bisschen, ja, ihr wollt auch nur die guten Plätze haben hier zum Zuschauen. Sind schon mal schlimme Unfälle passiert? Nein, bisher noch nie. Also wir sind alle sehr, sehr, also wir passen extrem auf. Erstens, wenn wir halt Auftritte haben. Es geht ja auch darum, dass wir unsere Kundschaft in dem Sinne, das kommt nicht sehr seriös. Wir haben auch immer unseren Wassereimer, unseren Feuerlöscher, danke Nils, unseren Feuerlöscher dabei. Ja, wenn man den nicht braucht, muss man das Wort auch nicht wissen, aber nee, wir sind da immer sehr, sehr vorsichtig. Also größere Unfälle sind bisher nie passiert. Dann danke ich euch und wünsche noch einen schönen Abend. You better.
see smoke coming up. Oi. I want to see smoke coming up, going down, down. Das war die letzte Band auf dem Fest hier und es hat gerockt, Mädels. Wer seid ihr denn? Wo kommt ihr eigentlich her? Seid ihr von Leipzig Fernsehen? Nee, wir sind vom Bessere Zeiten Festival, weißt du, und wir machen ein genau für die DVD, genau. Wie es war? Nee, wer ihr eigentlich seid. Wer wir sind? Unser Name. Unser Name. Ah, der Name, warte mal. The? Irgendwas mit The. The Sonic Boom Foundation. Ich glaube ja genau sowas. Ja. Wie fandet ihr es denn? Also ich fand es bombastisch. Ja. Es war wirklich richtig fett. Wir haben es zwar auch erhofft und gehofft und alles, aber das ist natürlich so war. Ist das Wetter hat mitgespielt, es hat alles gepasst mit der Anlage halt. Die war schöne Sonne, ne? Naja, aber nicht mehr um die Zeit, aber ich sage aber pass auf, was das hat Folgendes. Es hat geregnet. Joey, kurz mal der Frankie, der CVD, Chef vom Dienst. Ja. Wir haben ganz viele Festivals gespielt diesen Sommer und wir hatten echt total Schwein mit dem Wetter immer. So, wir sind gefahren zum SMS, zum Sonne, Mond, Sterne. Es hat gepisst, wie Sau, wo wir gespielt haben, war es Sonnenschein. Wo wir zum Juicy Beat gefahren sind, hat es gepisst, wo wir gespielt haben, am Abend war es Sonnenschein. Wir fahren heute nach Berlin, wir haben heute in Berlin gespielt, nachmittags, hat es geregnet. Fahren wir nach Leipzig zurück, Sonnenschein. Deswegen, man braucht auch so ein kleines bisschen Glück, glaube ich. Wir haben es auch verdient, oder? Ihr seid die totalen Sonnenjungs. Na, was ist denn bei euch jetzt noch so geplant? Geplant ist auf jeden Fall, dass wir unsere neue Platte jetzt gerade heute rausgebracht haben und die unter die Leute bringen wollen. Wenn ihr eine von diesen Platten kaufen wollt, dann kauft ihr die am besten bei unter. Am besten, weil die ganz frisch war, heute zum ersten Mal überhaupt hier beim Festival zu haben, halt am besten erstmal auf Webseite technisch. Sie heißt übrigens Pie and Mash. Und Pie and Mash finde ich ist der total geniale Name für eine Platte, weil Pie and Mash, weißt du was das bedeutet? Pie and Mash heißt. Achtung. Pie and Mash heißt alles und gar nichts, weil Pie and Mash ist eigentlich nur ein Gericht wie Pur mit Senf, sowas, so Pie and Mash. Und gleichzeitig bedeutet Pie and Mash das, was wir machen Mash. Auf unserer Pie and Mash Platte sind zum Beispiel 6 neue Songs, Tracks drauf, 7, Entschuldigung. Und Julia? Ich kürze das mal ab, das Ding ist, guck mal, wir haben dieses Jahr schon 2 Platten rausgebracht und wir werden höchstwahrscheinlich bis Dezember noch eine dritte schaffen halt. Und diese Pie and Mash ist die Sache halt, dieser Mesh-Gedanke ist halt der, dass wir diese neuen Sachen rausbringen mit Live-Version und Remixen. Das ist halt dieser Zeitgedanke von 2007 und da sind wir voll mit dabei. Fragen?
Ihr seid ja super spitze. Na, da danke ich euch erstmal und wünsche euch noch einen schönen Abend. Dann kommt die DVD raus. Das wünsche ich euch auch. Nochmal hier auf uns, nochmal, totale. Ihr habt ja richtig geil. Steffen ist auch dabei. Wir wollen übrigens eine Kopie haben von dem Material. Geht das? Ist das möglich? Das wäre richtig geil. Das wird da richtig geil. Ist es kurz, das Videomaterial, finde ich richtig geil. Ist es zu lang, finde ich auch richtig geil. So, Herr Dr. Lösche, ja, jetzt sag doch mal, wie es dir gefallen hat. Es war dieses Jahr wirklich das Geilste, was es gegeben hat. Die Menschenmassen, da vorne, wie sie abgehottet sind, bei Sonic Boom Foundation, das fand ich übelst geil. Wenn Onkel, wie er da drüben seine Suppe isst, finde ich auch top. Ja, das ist ja einfach nur geil, oder? So, wie hat denn die Organisation gestimmt? Ich denke mal, es hat relativ gut gepasst dieses Jahr. Also, es war besser koordiniert als zuvor. Und wie geht's dir? Ich glaube, ich bin jetzt reif für die Lounge. Ich bin einfach nur reif dafür. Und das alles nur von Apfelschorle? Ich glaube nicht. Aber es geht jetzt erstmal richtig los. Ich will aber jetzt noch eine lustige Pointe von dir haben. Oh, ich bin jetzt gerade... Das war voll langweilig, sagst du. Im Grunde genommen eigentlich schon, aber das muss ja keiner wissen. Es ist nicht passiert hier. Nee, Scheiße. Hast du mal rausgeguckt, war da eh nicht. Nee, oh, die ganzen Leute, alle total gelangweilt. Scheiße. Ja. Oh. Nee, kommt alle wieder. Und wir fahren nächstes Jahr wieder. Hoffe ich mal ganz einfach.